Wir kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Die Gefangenen. Ach so. Ich dauere so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Okay, da muss ich hier also irgendwo den Code finden. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir müssen uns einfach an ihn halten. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Wenn er tot ist, nehmen wir ihm dann den Schlüssel ab. Oder... Gibt es ja noch mehr Gefängniszellen? Ich muss ja irgendwo den Code finden. Tower. Wartungstunnel. Ja, ich erinnere mich. Der könnte dich nah genug anbringen, um mich rauszulocken. Versuch's, Junge. Beeil dich. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Junge, und ich darf nicht nochmal Junge zu mir. Darf nur ich. Vermietet. Und jetzt... Jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Hä, wo muss ich denn hin? Da ist ein Wartungstunnel? Im Klo? Nee, das kann's nicht sein. Irgendwo. Du bist ja, ja, das war's wohl. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Hä? Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht so genau, was das jetzt soll. Ich komme hier doch nicht weiter. Ja, und was soll das? Muss ich hier etwa durch, oder was? Na Leute, ey, wenn ihr schon irgendwas macht, dann müsst ihr das schon so machen, dass man das versteht. So was hasse, wo man einfach so liegen. Nee, ich hol mir dann doch lieber die. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten. Ach so. Und die Bots lahmzulegen. Aber trotzdem, den Code weiß ich immer noch nicht. Geknackt. Er ist 2, 6. Das ist der halbe Code für den Wachturm, nehme ich an. Sieh zu, ob du den Rest rausbekommst. Ja, und wo ist die andere Hälfte? Hier irgendwo? Habe ich das vielleicht da irgendwo übersehen? Dann muss ich irgendwo... Also, 2 Zahlen habe ich jetzt. Sag mal, was bin ich hier? Ein Mathe-Genie oder was? Oh Gott, was ist das denn? Ah, die letzten Zahlen. Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten 2 Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Dann frage ich mich aber jetzt... Das ist der gesamte Code, mein Junge. Du hast es geschafft. Und jetzt komm hier rein und erledige mich. Wie ist der Code? Ja, wie ist der Code, Leute? Ja, wie war der Code? Ich habe mir das nicht gemerkt. Wenn du
mich ausknipsen. Ach so. 2, 6. Oh. 2, 6, 7, 3. Keine Vorwürfe. Na, endlich habe ich den. Sinclair verändert seinen ich Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Die Abriegelung aufzuheben bedeutet, dass alle Gefangenen ich habe den Schlüssel. Was für ein Glück. Vater. Richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Was? Wo ist denn der Hauptschalter? Ah, nochmal. Ladezeitengröße für Schrotflinte. Hehe, nicht schlecht. Sieht aus wie ein Zahnrad oder so. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Ah, da ist ja wieder meine Helferin in Klammern. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor? Ich begreife gar nichts mehr. Ich will hier raus aus dieser verdammten Unterwasserstadt. Gegen dein Volk. Gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Okay, ich dachte Mutter schon. Ist auf das Rettungsboot Hallo, wo aufmerksam ist geworden, Vater. Wir müssen dorthin zurück. So, ich habe keinen Adam. Ich muss mir unbedingt Adam besorgen. Ich habe keinen Adam, Leute. Hey Leute, ich brauche Adam. Jetzt ohne Scheiß. Also wenn hier ein Automaten ist, ne? Genau. Sofort Adam. Ich meine Eve. Ach. Ich bin so bescheuert. Eve natürlich, nicht Adam. Ach, das habe ich jetzt kapiert. Ja, Eve. Eve und Adam und Eva. Das brauche ich aber echt lange, um das zu merken. Ja, ich bin auch, ich war schon nie ein Blitzmerker. Ich könnte einen Verbandskasten gebrauchen. Na gut, dass ich die Kugeln wenigstens habe. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Du bist mir aber scheißegal, bald ich glaube. Diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Hier mit euren tiefpsychologischen Gelaber. Ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Und? So, hier bin ich, Scheiße, Trottel. So. Hobby lebt ja nicht mehr. Gott, was Vater, ist das? Benutzt das Plasmid. Ich kann dir helfen. Ja, ist ja gut, Junge. Tochter. Wer hier ist Plasmid? Also da. Oh Gott, ja, ich benutze gleich das Plasmid. Keine Sorge. Das wird schon. Docking-Plattform. Das hat
hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer... Was zum Geier sind Ballastkompressoren eigentlich? Lass mich nachdenken. Ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Ich könnte das Wasser selbst verdampfen und das U-Boot so zum Auftauchen bringen. Aber ich brauche sehr viel Edding und so viel Hitze zu generieren. Wir werden die restlichen Little Sisters opfern müssen. Schnell, zu den Kinderstationen. Ich habe gar nichts mehr. Scheiße. Finde die Kinderstation im Therapietrakt. Oh Gott. Okay, Leute, dann mache ich jetzt mal Schluss für heute. Dann finden wir nachher die, in der nächsten Folge finden wir dann den Therapietrakt und alle weiteren Dinge, die dann folgen. Dachte, ich könnte das schon heute abschließen, das Spiel, aber nein. Okay, hoffentlich macht es euch ein bisschen Spaß immer noch und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!